Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Disney's Dreamlight Valley. Wir sind immer noch auf der Suche nach Oregano, um Remys Aufgabe abschließen zu können. Oh, es hat endlich aufgehört zu regnen. Sehr schön. In der letzten Folge haben wir uns auch endlich unsere Erweiterung für den Rucksack geholt. Fürs Inventory. Jetzt müssen wir nicht andauernd irgendwas wegwerfen. Oh, ich meine, der wird noch so schnell voll sein, aber trotzdem. Es dauert etwas länger. Okay. Ungers. Basilikum kann man auch verkaufen, aber ist nicht das, was wir suchen. Wir brauchen echt ein neues Biom. Wenn wir irgendwie Zeit abbauen musst, überwinden musst, sind diese drei Biome, die wir bis jetzt haben, echt zu wenig. Und was fangen wir jetzt? Einen Wels. So, das dürften Algen sein, jawohl. Weil man nicht ganz genau im Kreis rein getroffen haben. Hallo? Wir müssten mal nachschauen, genau, was wir so machen müssen, um Dreamlight zu generieren.
Ach ne, komm schon. Du warst so drin. So. Ich weiß, dass du eine Aufgabe hast. Da sind wir noch dieses Eichhörnchen oder so füttern. Aber ich weiß nicht womit. Wir haben schon so vieles ausprobiert. Ach, ich wollte auch nachgucken, womit wir uns Dreamlights. Besorgen können. Nein, nicht hier. Hier war's. Fange 3 Meeresfrüchte. Füttere ein Kleintier. Entferne 4 Nachtouren geht gerade nicht. Bringe einem Freund sein Lieblingsgeschenk. Das haben wir heute doch schon mal gemacht. Verkaufe 3 Gemüse, bringe 2 Geschenke. Du willst, dass ich die Häschen fange, die auf dem Hauptplatz herumlaufen? Na, lass uns das machen. Fange 5 Häschen, ja, wunderbar. Nein, weg damit. So. Zählst du auch? Nein. Da. 1, 2. Was sind die anderen 2 jetzt? Oh, einmal Oregano. Oh, oh, oh. 4. Naja, so. Da ist der 5. Da ist das 5. Bleib hier. Zack. So. Willst du eine Karotte haben? Nein, willst du nicht. Habe ich Äpfel bei? Äpfel haben wir bei. Da bist du. Äpfel. Gut, müsst du doch Dreamlight jetzt geben. Wir haben das schwarze Eichhörnchen freigeschaltet. Wolli. Ja. Häschen oder? Wolli, ich bin wirklich froh, dass wir alle diese Dinge zusammen machen konnten. Hast du das Gefühl, dass du nun ein bisschen mehr hierher gehörst? Sehr schön. Häschen auf der Flucht. Zack. So. Willst du mir etwas zeigen? Geh voran. Dorfprojekt, der Garten.
Tada, Erde! Du willst diesen alten Dreckhaufen als Garten benutzen? Direktive! Das können wir, aber wir müssen zuvor eine Menge Ausrüstung besorgen. Wir brauchen Saatgut, Erdsäcke und Spalier. Wally! Gut. Zuckerrohrsamen, Weizensamen. Moment, Weizensamen war hier. Haben wir aber. Ne, Karottensamen. So, was war das? 5 Stück, ne? Ja. Ach komm, die kosten ja nichts. Zack. So. Können wir eigentlich was verkaufen? Aber natürlich. Basilikum. Bananen, die Eier, die Algen. Die behalten wir mal. Garnele können wir verkaufen. Die Äpfel können wir verkaufen. Die Steine. Was ist das? Glühender Bartfaden. Weiß-rote Hortensie. Hortensie, da war glaube ich irgendeiner, der die haben wollte. Ui, 12.000 wieder. Sehr, sehr schön. Verkaufen Gemüse. So. Zuckerrohrsamen war unten. Am Stand. Ah, den letzten nicht bekommen. Blau, da müssen wir mal eben reingucken. Blau und Rot sind ja ein bisschen besonders. Meistens Alltagsgegenstände. Eine Garnele. Wunderbar. Noch eine Garnele. Oh, Fange 3 Meeresfrüchte haben wir geschafft. So. Hallo, Kumpel. Kaufen. Zuckerrohrsamen. Die sind schon teurer. 5. Wow. Ach. Hey, du. Verkaufen. Die 2. So, was wollen wir denn jetzt? Spalier und Jutesäcke müssen wir herstellen. Da müssen wir erstmal gucken, was wir brauchen, um das herstellen zu können. Ich doch richtig gesehen, dass da noch was lag. Oh, wo kommst du denn her?
Einmal Oregano. So, Fasern. Einmal. Jutesäcke. Wir brauchen 10 mal Erde und 5 mal Fasern. Ne, 20 mal Fasern. Dann Spalier. 3 mal Erde. Okay. Ach, hier. Ah, trotzdem dreimal Erde. Um weißer und rosa farbener Faden. Also Erde ohne Ende. Erde ohne Ende. Da mal einmal. Noch einmal. Wer hat denn hier das ganze Geld vergraben? Was essen? Oh, habe ich doch richtig gesehen. Ist hier ein Loch? Das hier ist eine Insel, auf der ich Zeit verbringen kann. Mach wieder zu. Oh, eine Erinnerung. Eine Erinnerung. Ariel, die Meerjungfrau. So, dann denke ich mal, müssen wir eigentlich fast genügend Erde zusammen haben. Aber wir brauchen noch Algen, um die Fasern herzustellen. Dann müssen wir mal hier mal kurz. Ey, was ist los? Ja, ist ja gehört, klar. Dann, wenn du nicht treffen willst, dann triffst du natürlich sofort.
Ach nee, echt jetzt? Ah, genau in dem Moment, wo ich werfe, kommt der Kreis. Ist ja geil. Ich will doch nur Algen fangen. Ausnahmsweise, jawohl. Ausnahmsweise wollen wir Algen fischen. Ach komm jetzt. Jetzt seid ihr mich auch am veräppeln. Da lang geht's. So, Fasern. Moment mal eben. Algen. 10 Stück. 60 Fasern, das reicht. Jutesäcke können wir machen. Wir brauchen eine, ne? Ja. So. Und Spalier, da brauchen wir jetzt aber noch die Blumen für. Weißer und rosafarbener Bartfaden. Jeweils 2 Stück. Beziehungsweise eine. Der sieht so aus, muss aber weiß und rot sein. Wie gesagt, manchmal glaubst du, der ist es nicht. Pflückst dem, dann sagt er, ja, der ist es trotzdem. Moment, wir brauchen 3-mal Jutesäcke. Ah ja, sehe ich gerade. Mit dem Oregano sind sie aber echt geizig hier. So, jetzt haben wir sie. Alter, da war ich schon einmal bei. Und ich könnte jetzt nicht sagen, welcher es war. Aber braucht noch 2 Erde. Jetzt wieder. Gut zu wissen. Schaufel. Und wie viel waren es? 3. Okay. Dann haben wir die Erde jetzt voll. Die können wir. Das ist ein neues. Das ist ein neues. Okay. Ja, das können wir jetzt streicheln. Zack, zack. Das Problem ist bloß, das läuft uns jetzt die ganze Zeit hinterher. Und warum geht dieses Klingeln nicht aus? Meine Fresse. Oh, falsche. Eben. Das geht einem so um Hintern. Schnell weg, hier kommt noch ein zweites dazu.
Ich nehme jetzt erstmal einfach alles an Blumen mit, was ich finde. Oh, hat von dem Bartfaden, ne? So, gemütlicher Sessel, Wood aus wilden Ostereiern und eifriger Frucht. Oh, robuster Stuhl. Machen wir mal 4. Müsste den Strand ja noch verschönern, ne? Die war neu. Wally, Wally, wo bist du? Wo bist du, kleiner Racker, jetzt? Wen höre ich denn da? Ach so. Wally! Wo ist er denn jetzt hin? Kein Wally zu sehen. Hallo? Wo ist er hin? Wally? Wally? Wo ist der denn jetzt? Ja, wo ist der denn nun? Das kann's doch nicht wahr sein.
Naja, können wir, haben wir gleich wenigstens wieder was zu verkaufen. Sag mal, Wolli, willst du mich gerade veräppeln oder was? Hier ist er nicht drin. Da ist er. Da ist er. Der kleine Racker. Hast du alles, was du für deinen Garten brauchst, Wolli? Sehr schön. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du damit machst. Ja. Wolli kümmert sich jetzt um seinen eigenen Garten. Schau oft im Garten vorbei, um die Pflanzen zu ernten. Verbessere den Garten, um seine Kapazität und Leistung zu verbessern. Willst du mir etwas zeigen? Los geht's. Der Vorfall mit dem komprimierten Müll. Alles klar. Tada! Sind das Würfel aus komprimiertem Müll? Du weißt, dass du das nicht mehr tun musst? Ich schätze, das Dorf könnte sauberer sein. Ja, findet er auch. Hier, lass mir dir helfen. Ich kann die Würfel entfernen. War ja klar. Oh, was haben wir denn da? Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du daran gezweifelt hast. In einem der komprimierten Müllwürfel war eine seltsame Maschine versteckt. Bringen Sie Wolli, da hinten ist er. Ach übrigens, Merlin, wie sieht das mit unserer Gießkanne aus? Du wolltest den Zauber da integrieren. Ich habe ein paar merkwürdige Dinge im Müll gefunden. Sieh dir diese Maschine an. Oh, hier ist etwas geschrieben. Da steht, faul mich nicht. Und an der Seite ist eine blaue Blume. Hm. Möchtest du es für deine Sammlung haben? Ja, möchte er. So. Jetzt hat er im Moment keine Aufgabe mehr für uns. War da noch was? Nein. Das ist doch schön ruhig auf einmal. Hört ihr es? Das komische im Hintergrund ist weg. Goofy. Goofy. Schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch, weil ich möchte dein Geld haben. So, Moment.
Basilikum, ja. Bevor ich wieder Oregano verkaufe. Wofür haben wir jetzt eigentlich den Samen kaufen müssen? Meinetwegen. So, verkaufe den Fisch. Mal wieder 100 dazu bekommen. Bergbau. Sammeln. Oh. Nein, 25 Dreamlights fehlen uns. Fürs nächste Biom. Den Dreh wirklich raus. So. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Ich habe etwas für dich. Nee, davon habe ich immer noch nichts. Okay, bis bald. Ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Dann machen wir den Trick 17. Einmal ins Haus gehen. Ach, die ist sogar im Haus. Okay, hey, übernimm dich nicht. Wir sind Navi. Für dich da. Ja, na, wie geht's? Ich habe etwas für dich. Pizza Gamorita können wir jetzt machen. Und den Ranch-Salat können wir jetzt herstellen. Okay. Adios! Mir fällt, glaube ich, gerade was ein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, könnten wir genug Traumscherben haben, um uns in Dreamlight herstellen zu können. Ich mal eben gucken gehen und irgendeiner Liste hat mir die reingetan. Moment, mal eben. Rüber. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Okay, jetzt müssen wir erst verkaufen gehen. Oh, heute mal kein Pipi Langstrumpf im Kopf. Hallo, Kumpel. So, verkaufen und ich. Basilikum. So. 26.000 haben wir wieder. Sehr schön. So. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Wir haben die 3.000 fertig. La la di da. Dann lass mal gucken gehen, was uns im nächsten Biom erwartet.
Augenblick. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Juhu! Freigeschaltet! Oh. Verloren im finsteren Hain. Aus dem Wald der Tapferkeit kommt ein seltsames Geräusch. Geh nachsehen, was es damit auf sich hat. Und Nachtdornen. Natürlich Nachtdornen. Neues Holz. Eine neue Holzart. So, oh, nach ihm gucken wir gleich. Erst machen wir hier die ganzen Dornen weg. Da liegt eine Erinnerung. Natürlich liebe ich das Tal. Das werde ich immer tun. Aber in letzter Zeit bin ich so abgelenkt und es gibt so viele andere Dinge, die ich... Augenblick, mein Fernseher will sich ausschalten. Nein, du bleibst an. So. Jetzt komme ich ja nicht dran. Plop, plop, plop. Dagobert. Sei gegrüßt, Nachbar. Wenn du dabei hilfst, den Verkaufsstand in diesem Teil des Tals aufzubauen, ersparst du dir die weite Anreise. Außerdem könntest du mehr Geschäfte mit mehr Produkten abschließen. Ja, komm, 1500. Supi! Habe ich das gerade richtig gesehen? Paprika? Paprikasamen? Jo! Was ist das daneben? Raps. Aber da habe ich, meine ich, wenn ich das gesehen habe, ja, Rapssamen haben wir aus den Dornen rausbekommen. Die brauchen wir also nicht kaufen. Da haben wir noch mehr. Dieses erste Aufräumen immer. Dieses erste Mal die Dornen wegmachen.
Ja, ist ja gut, ist ja gut. Smaragde und Eisen. Wir können jetzt Eisenbahnen herstellen. Aha, eine weitere Erinnerung. Ein Wald ist voller Geheimnisse und Leben. Von schnellen, ruhigen Leben der Waschbären auf dem Waldboden, über das eifrige Flattern der Vögel durch die Bäume, bis hin zu Eulen und Wildkatzen, die lautlos durch die Dunkelheit gleiten. So, langsam nähern wir uns dem Ende der Nachtdornen. Da geht es übrigens zum Strand wieder runter. Na, lass mich wohl durch. Knoblauch. Knoblauch haben wir jetzt auch. Mhm. Schön, schön. Da haben wir eine Kiste. Was kriegen wir denn jetzt für ein Kleidungsstück? Ein kuscheligen blau-grünen Pullover. Jawohl. So, und jetzt können wir zu dem Klumpenklampfer da hinten gehen. Aha, hier sind ja noch mehr Dornen. Hatte ich nicht gesagt, wir sind fertig.
Mickey hat auch schon mitbekommen, dass ich hier oben freigeschaltet habe. Oh, eine weitere Kiste. Ah, diesmal nur Geld. Die letzte. Das war die letzte. Oh, jetzt können wir zu ihm gehen. Oh, hey. Christoph, ist jemand hier? Ja. Moment, das ist jemand. Juhu. Entschuldige, ich habe mich zu lange in diesem Wald verlaufen. Was hast du im Wald gemacht? Bist du allein hier? Brauchst du Hilfe? Was hast du im Wald gemacht? Nun, Donald Duck. Donald! Und ich haben das Tal nach etwas durchsucht, das uns im Kampf gegen die Nachtdorn und gegen das Vergessen helfen könnte. Aber ich habe ihn irgendwie verloren. Oder vielleicht hat er mich verloren? Wie kann man Donald Duck verlieren? Ich bin sicher, dass es nicht deine Schuld war. Schwebt er in Gefahr? Wie kann man Donald Duck verlieren? Es ist einfacher, als du denkst. Wir waren im Wald der Tapferkeit, als die Nachtdorn uns den Weg versperrten. Und da haben wir gesehen, wie ein dunkles Wesen die Kugel des Mutes von der Säule des Waldes entfernte. Dunkles Wesen? Das musst du vergessen, muss das vergessen gewesen sein. Ursula hat mich davor gewarnt. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber wer auch immer es war, es schien nicht freundlich zu sein. Aus heiterem Himmel hat es einfach einen Durchgang geöffnet und ist hindurchgegangen. Durch das dunkle Portal dort drüben. Dann rannte Donald durch das Portal und verfolgte das dunkle Wesen. Das war mutig, das war töricht. Typisch Donald, immer in Schwierigkeiten. Ich hoffe nur, dass er sich diesmal nicht in Schwierigkeiten gebracht hat, aus denen er nicht mehr herauskommt. Ja. Ich wollte ihm folgen, aber er sagte mir, ich solle hier bleiben und ihm den Rücken frei halten. Ich wollte ihm widersprechen, aber einen Streit mit Donald Duck kann man einfach nicht gewinnen. Oh. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Es ist schon so lange her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hey, da du es geschafft hast, die Dornen zu entfernen und mich zu finden, bist du vielleicht mächtig genug, um durch das Portal zu gehen und ihn zu retten. Keine Angst, ich bin schon dran. Wow, ich wünschte, du wärst schon vor langer Zeit ins Tal gekommen. Du hast etwas Besonderes an dir. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß, dass du das schaffst. Geh einfach durch das Portal und keine Sorge, ich werde auf dich warten, wenn du zurückkommst. Bis bald. So, dann sollen wir hier durchgehen. Kein Donald hier. So, ihm sollen wir zeigen, was wir gefunden haben. Das sieht nach einer von Donalds Vätern aus. Ich hoffe, dass es ihm nichts passiert ist. Das Portal führt an einen finsteren Hain. Der finstere Hain ist voller Nebel. Ein finsterer Hain? Das hört sich wie der Wald des Tals an. Allerdings dunkler. Was könnte es sein? Der finstere Hain ist voller Nebel. Okay, du kannst nicht durch den dichten Nebel gehen, ohne etwas, das dich zu Donald führt. Es ist zu gefährlich. Du wirst dich verirren. Glaub mir, das habe ich auch schon erlebt. Wie können wir Donald finden? Du solltest die Feder zu Merlin bringen. Vielleicht kennt er einen Zauber, der dir hilft, Donald im finsteren Hain zu finden.
Ich weiß das sehr zu schätzen. Das bedeutet, wir müssen jetzt ab nach Merlin. Da hinten läuft er. Oh, Oregano. Nimmst du das Oregano wohl? Lauf nicht so weit weg, Merlin. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ah, nicht verraten, Endcroft. Ich bin doch ein Wahrsager. Ich weiß, was du mir zu sagen hast. Oder auch nicht. Meine Erinnerungen an die Zukunft sind heute etwas undeutlich. Sag es mir bitte. Ich habe Christoph im Wald getroffen. Christoph? Ja. Ist das nicht der Junge, der Flöte spielt? Oder war es ein Glockenspiel? Eine Laute. Ja, Laute. Ich dachte, er hätte das Dorf nach dem Vergessen verlassen, wie alle anderen auch. Es muss einen Grund geben, warum er geblieben ist. Donald Duck ist durch ein dunkles Portal gegangen. Oh je, Donald hat ein Portal gefunden. Vielleicht ist es ein Tor zu einer anderen Welt. Und der finstere Heim ist voller Nebel? Könnte dieses Portal zu demselben Ort führen wie das, das du am Strand gesehen hast? So viele Fragen, aber wir müssen uns beeilen. Donald könnte in Gefahr sein. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu finden. Ich suche nach einer Möglichkeit, um Donald zu finden. Oh. Nun, es gibt nur einen Weg, ihn zu finden. Wir brauchen einen Ortungszauber, der in diesem finsteren Hain funktioniert. Du brauchst ein paar Smaragde, eine Pflanze aus dem finsteren Hain und ein paar Traumscherben. Ich bin sicher, du wirst einen Weg finden, alles zu sammeln. Wenn du bereit bist, bringe sie zu mir. Gut. Und jetzt lauf. Gut. Aber die böse, böse Uhr ist schon wieder am Ticken. Das bedeutet, wir werden das Ganze in der nächsten Folge zu Ende führen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch weiterhin Spaß gemacht, mit mir hier Dream Valley zu erkunden. Und wenn das so ist, dürft ihr gerne abonnieren, die Glocke einschalten, kommentieren und liken. Ja, und wenn ihr das alles schön brav getan habt, dann sehen wir uns wieder, wenn wir weiter gucken, Donald zu befreien. Bis dahin sage ich dann wie immer, Arrivederci, Winke, Winke und Goodbye. Euer, dein Aiden Croft.